Recht herzlich willkommen auf meinen Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 203 von Aborion. Ja, wir hatten hier drei Schiffe bekommen bei dieser Fraktion. Jetzt müssen wir weiter gucken, dass wir in anderen Sektoren, wo wir schon, glaube ich, gelandet waren, aber halt nicht, das verfolgt haben, weil das andere Schiffe waren. Müssen wir noch gucken, ob wir da noch mehr Unterstützung kriegen. Das machen wir dann gleich nach dem Intro, ne? Ich würde sagen, bis gleich. So, dann schauen wir doch mal. Karte. Wer ist denn hier? Sind wir mit dem Schiff? Naja, okay, das war jetzt dann vielleicht nicht ganz so praktikabel, ne? Mit denen sind wir schlecht. Ich habe wahrscheinlich mit denen diesen Bereich absuchen wollen und mit denen da auch. Naja, dann ist das halt so. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir hier noch nicht waren, ne? Das Konglomerat von Tuagaroe. Und hier ist es in Englisch, super. Aber ich glaube, da waren wir, das haben wir noch nicht. Aber allerdings haben wir da auch kein Schiff in der Nähe wahrscheinlich, ne? Ah, warte mal. Aber die sind neutral und die sind auch neutral. Ich glaube, das bringt's nicht. Die Guten kriegen wir mal gerade überredet, ne? Da müssen wir halt noch gucken. Wo wir noch haben, welche. Die Uimutui. Die haben wir noch nicht. Die haben wir hier oben noch nicht. Aber da oben ist doch einer von uns, oder? Ach, der ist vielleicht auch schon in der Basis gelandet, ne? Ne, da sind aber andere. Das waren die Odeovtwe. Das sind andere. Das bedeutet, wir müssen jetzt mal hier hin. Dann nehmen wir das Schiff und fliegen mal nach da. Ach so, das müssen wir hier ja machen. Starten, schneller. Und der fliegt dann dahin. Hier haben wir einen, der auf jeden Fall buddelt. Das ist unser Ölbohrturm und das ist unsere Xiptio. Die Xiptio haben wir schon dran mit drei Schiffen. Die waren schlecht. Der galaktische UFO-Clan haben wir schon. Doof, dass hier jemand zurückspringt. Die war neutral. Er hier ist auf neutral. Eukui-Republik haben wir schon. Wieder zurückgesprungen, doof. Die sind neutral. Sind die denn überall hier? Ja, riesengroß. Und die sind wahrscheinlich auch neutral, ja. Farbton sagt das ja auch schon, ne? Wen haben wir hier? Aus Reiterzielsektor angekommen, wartet. Okay, dann ist er. Wo war denn das? Da. Dann gehen wir da gerade mal rein, ne? In Ass Reiter 3 wechseln. Und dann müssen wir da mal gerade gucken, ob wir da ein Schiff haben, was wir fragen können, wo die Basis ist, ne? Ein Güterschiff, das ist schon mal gut. Wo ist dein Heimatsektor? 360 minus 35. 360 minus 35. Das bedeutet, wir machen das wieder so. Ja, wieder falsch geklickt. Wir müssen Linksklick machen. Weil der schafft das über den Riss, ohne dass ich da mich drum kümmern muss. Das ist nämlich besser. Was haben wir hier noch für wen? Ladknube. Ladknube. Und hier
Ausgezeichnet. Vielleicht fliegen wir jetzt hier mit der Lady mal darüber. Springen, Shift. Nee, warte mal, machen wir mit dem hier und da und dann. Zielsektor kann nicht durch einen Sprung erreicht werden. So, Lady, das, das. Ach, dann geht der Computer nicht. Okay. Ach so, dann müssen wir das so machen. Alles klar. Dann machen wir das so, ne? So, dann sind wir schon hingesprungen. Na komm, dann lass uns mal gerade bei der Lady reinwechseln. Und dann müssten wir gerade ein bisschen Handel betreiben bei denen, ne? Oder wie ist das? Der Thomas Stehler hat mir das ja immer geschrieben, dass ich zusehen soll, dass ich dann da Waren kaufe und verkaufe, egal zu welchem Preis, Hauptsache die Reputation oder was es auch immer ist, steigt. Oh, das Flugzeug am Ladebildschirm ist neu. Das habe ich noch nie gesehen. Es gab ein kleines Update. 2.1 war das, ne? Da sind viele Bugs behoben worden, stand dabei, ne? Und ein paar Sachen sind auch angepasst worden. Ich weiß aber jetzt nicht mehr was. Müsste dann vielleicht mal selber irgendwo einen Log gucken oder so. Was sagt er denn hier? Wir sind so schwach wahrscheinlich, ne? Jo, das ist aber nicht so schlimm jetzt. Da ist ein Asteroid. Komme ich da auch an die Station dran, ne? Nee, komme ich irgendwie nicht. Nee, Baumodus wollte ich nicht. So, Lady Adventure. So, war durchklicken. Aber ich wollte jetzt nicht so durchklicken, sondern ich wollte durchklicken mit, sag schon, Handelsstation und sowas. Wo ist die denn jetzt? Oder nicht gerade? Ach, das war ein Schiff wahrscheinlich, was gerade abgehauen ist, ne? Na dann. Handelsposten. Wo ist er? Da unten. Nee, vielleicht war es doch nicht. Fliegen wir da mal hin. Handeln wir da ein bisschen rum. Vielleicht kriegen wir die Reputation oder wie es auch immer heißt, hoch, dass wir das schaffen. Aber vorerst weit weg. Wir sollen die Docks nicht länger als nötig belegen, sagen die da links. Nee, das tun wir nicht. Wir sind sowieso immer ratzfatz wieder weg. Da ist so eine Mine zum Abbauen von irgendwas. Direkt auf Kollisionskurs zum Asteroiden war ja auch geil, oder? Oh, Antrieb alle. Okay. Warte mal, wenn ich hier auf die Karte gehe, ne? Und dann dahin klicke, ne? War das nicht so, dass die dann da auch hinfliegen? Irgendwie war das so, aber. Docken. Aha, jetzt haben wir's. Gut, dann fliegt er da auch von uns aus alleine hin, aber schnell fliegt er gerade nicht, weil er lädt nicht auf, ne? Aber auf der anderen Seite, er kommt näher, das ist wichtig erstmal. Wir können ja so lange mal gerade auf der Karte nach was anderem so gucken, so, ne? Hier ist ja auch noch so ein Schifflein. Das sind böse. Wir können ja mal den hier. Da ist ja niemand, dann können wir den mal dahin schicken, oder? Meiner 3, das und flieg mal dahin. Machen wir so. Karte weg. Der baut langsam auf. Ich weiß nicht, ob der auch von alleine schneller fliegt, aber eigentlich müsste das tun, ne?
Aber wahrscheinlich wartet er erst, bis mehr aufgebaut ist. 20 haben wir Entfernung. Ist noch ein bisschen mehr, ne? Vielleicht gucken wir noch mal weiter. Ah, er macht's gerade, dass er schneller fliegt, ne? Ah, hier haben wir jetzt noch ein Schiff liegen. Ich weiß nicht, sind das alles die gleichen? Ich glaube nicht, ne? Doch, das ist tatsächlich das Klonklomat. Aber da oben nicht. Das heißt, er hier, Discover, fliegen. Ah ja, hier war das schon. Fliegen wir da einfach mal hin, ne? Das dauert eine Weile, aber lassen wir machen. So, er dockt jetzt hier an, hoffentlich. Alles vibriert hier am Bildschirm, wenn er Gas gibt. Seht ihr das auch? So oben rechts hier die ganzen Icons am Bildschirmrand und links auch, die wackeln. War das schon immer so? Ich glaube nicht, ne? Na, gefühlt hat er keine Ahnung vom Fliegen, so wie der steuert. Der soll docken, ne? Aber so wie der fliegt, dockt doch keiner, oder? Ach, der ist direkt in diese Einflugschneise geflogen, wie ihr seht. Links, rechts, die Positionslichter, seht ihr das? So dockt der. Okay. Krass. Dann schauen wir mal, was wir hier kaufen oder nicht kaufen, ne? Lady Adventure. F halten für Traktorstrahl, geht nicht. Also der macht keinen Traktorstrahl von alleine. Oder? Ne, doch, macht er ja gerade. Naja, er ist jetzt gleich gedockt. Nur wann ist die Frage, ne? Boah, jetzt ist er erst gedockt, okay. So, grüßen Sie. Und jetzt sind wir so eine Güter kaufen. Güter handeln. Güter handeln. So, der Thomas hat geschrieben, ich soll ganz viele Sachen kaufen und die wieder verkaufen. Zielerfassungssystem. /46, kaufe ich. Und Zielerfassungssysteme verkaufen wir wieder. Und jetzt kommen wir mit den Leuten da ins die Freundschaft. Wir verlieren immer, aber durch das Kaufen und Verkaufen gewinnen wir hier tausende von Points. 12.000 gekauft. 47 Zielerfassungssysteme erhalten. Verkaufen wir die 14. Kaufen wir die. Verkaufen wir die. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ne? Wie ist denn die Beziehung zu denen? Sind das die hier? Jo, das ist jetzt schon gut. Kann man das auch bis aufs Zeigen machen? Tab schließen. F gedockt. Güter handeln, verkaufen. Okay, dann wollen wir sie kaufen. Verkaufen, kaufen, verkaufen. Ah, es steigt immer an, die Zahl, es wird immer mehr. Jetzt schon 12.000, 14.000, das ist wie Cheaten, ne? 17.000. Oder ist das die Gesamtsumme? Nee, steht da. 22. Hier steht allerdings nichts anderes. Doch, da unten steht, Beziehungen sind gut. Das wollen wir nur so lange machen, bis wir sehr gut sind, oder?
Dann haben wir uns hochgeschietet. Kommt da eine andere Fraktion rein? Sieht so aus, oder? Oh, ich glaube, jetzt ist vorbei, ne? Jetzt geht's nicht mehr. Ja, jetzt ist vorbei. Lass uns nochmal gucken. Ja, hier siehst du, das ist mittig da. Beziehung 65.000, mehr geht da wahrscheinlich nicht. Aber das ist nicht schlimm. Da sind wir jetzt schon mal auf gut. Und wenn wir gut sind, dann können wir jetzt fragen. Steht, das war verkehrt. Da müssen wir nicht fragen. Wir müssen hier gucken, dass wir ein Bergbauschiff finden, das mit uns sprechen möchte. Wo ist dein Heimatsektor? 331 minus 160. 331 minus 160. 331 minus 160. So weit unten. So, nach hier muss die Lady jetzt fliegen. 331 minus 160. Zack. Starten. Ah, geht ja noch. So, die fliegt da jetzt hin. Das ist schon mal gut, ne? Jetzt müssen wir nur die anderen Schiffe noch gucken. Ne, hier waren wir nicht mehr unterwegs. Macht die das auch? Hätte die jetzt nicht wegspringen müssen? Die Lady? Hat den Auftrag doch, oder? Die hat das Ziel da, aber ich weiß nicht, warum das jetzt nicht klappte. Wo ist die Lady? Da oben ist die Lady. Ist das jetzt so richtig, was ich hier veranstalte? Warum ist hier so ein Symbol, was wie Pause aussieht? Shift halten. Hier was falsch? Nein. 95% ist die Gefahr für den Hinterhalt. Für diese Megenplan ist nicht viel Zeit. Ich schätze, die Chance eines Hinterhalts ist extrem hoch. Ein erbittertes Schiff oder eine Eskorte. Wir werden Funkstelle warnen und uns unter den Radar aufhalten, um nicht aufzufallen. Ich werde. Aha. Ja, wollen wir hoffen, dass das alles so klappt. Sonst haben wir die Lady halt verloren, ne? So, ich glaube, die sind jetzt hier angekommen, ne, oder? Nee, das war jetzt falsch. Ach, die fliegen jetzt beide dahin, oder was? Na, das hat ja gut geklappt hier, aber irgendwas ist viel schief gelaufen. So, meiner da. Wechseln wir in das Schiff und gucken, dass wir da Handel betreiben können, um Punkte zu sammeln, ne? Schauen wir mal. So. Karte hier. Arznei, Gewürz, Kaffee, Raumjäger, Habitat, militärische Apparatur, doch Ressourcen. Ich schätze mal, wir können das Ausrüstungsdock anfliegen. Das ist ja mal eine gute Idee. Gut, dann würde ich aber sagen, das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Boah, der floh aber schnell ab hier, ne? Ciao.